herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier in Escape from Tarkov und zwar in der Ultimate Hardcore Season. Das ist die Season 3 und für die, die quasi über den Link des Ende der Staffel 2 reingegangen sind, sorry nochmal dafür. Es ist so, wie es ist. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe lange probiert. Im Hintergrund seht ihr jetzt hoffentlich, wenn alles klappt, den Ladebildschirm für den Singleplayer Mod 2.2.0. Und ja, ich möchte hier nochmal kurz drauf eingehen, um was diese Ultimate Hardcore Season geht. Und zwar werde ich das Ganze in 4 Phasen einteilen. Und zwar, ich sage mal, das Beste vom Besten vom Besten. Also viele, viele unterschiedliche Modifikationen von Escape from Tarkov in den Singleplayer übertragen. Von bekannten YouTubern, die entsprechende Sachen halt einfach spielen, in der Art und Weise. So, die Phase 1 blende ich jetzt an der Stelle einmal ein. Ich hoffe, der Hintergrund wird etwas abgedunkelt. Phase 1 wird sein Just Survive. Ja, ich gehe ganz kurz darauf ein, was die Phase 1 bedeutet. Schlussendlich hat sich erstmal so viel nicht geändert. Wir starten natürlich erstmal wieder mit nichts. Ihr werdet das im Hintergrund gleich sehen. Ich werde jetzt nach und nach die Sachen löschen. Wahrscheinlich tue ich das auch schon gerade. So sind wir eigentlich immer gestartet. Das zweite ist, die Händler und der Flohmarkt sind in der Phase 1 komplett gesperrt. Wobei ich davon ausgehe, dass wir in der Phase 1 den Flohmarkt nicht freileveln können. Dieser beginnt hier in dieser Version ab Level 15. Trotz allem, die Händler sind erstmal gesperrt. Das zweite ist, der Secured Container darf in dieser Phase völlig genutzt werden. Das heißt, auch Gegenstände dürfen dort reingepackt werden. Da gibt es gar keine Einschränkung, überhaupt keine. Gegenstände dürfen in dieser Phase gesammelt werden. Also wenn wir auf die Map gehen und Hidden Stashes looten und so weiter, dürfen diese Sachen verwendet werden, ebenfalls ohne Einschränkung. So, dann wird es Folgendes geben. Und zwar gibt es ja die unterschiedlichen Maps und wird diese eine Map beispielsweise, der Start beginnt hier auf Interchange. Ich werde gleich dazu kommen, wie der Ablauf da genau funktioniert. Generell gilt, wird die Map verlassen, darf sie nicht wieder gespielt werden in dieser Phase. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Ablauf der ganzen Sache. Die Map-Route wird folgendermaßen sein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich blende das hier nach und nach ein. Und zwar werden wir starten auf Interchange. Und zwar nur Interchange. Und zwar so lange, bis wir in Interchange, in Game, in Raid, einen Motor gefunden haben. Das ist das Objective, was hier rausgeholt werden sollte. Die Map kann so häufig wiederholt werden wie nötig, in Bezug auf beispielsweise Schlüssel oder ähnliches. Der Motor kann im Stash abgelegt werden und sollte ich mich entscheiden, okay, es ist soweit, wir nehmen den Motor mit, dann geht es weiter auf Customs. Und in Customs muss dieser Motor mitgetragen werden im Secured Container und muss dann in Customs in der Werkstatt quasi gegenüber vom Crackhaus, wenn ihr mir folgen könnt. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Map jetzt einblende. Sollte das der Fall sein, dass ich eine Map einblende, dann habe ich es markiert. Wenn nicht, werden wir das im Laufe dieses Let's Plays herausfinden. So, in dieser Werkstatt gibt es eine Toolbox, etwas erhöht, und dort muss dieser Motor platziert werden. Der Inhalt dieser Toolbox, der wiederum muss mitgenommen werden. Sollte bis dahin auf Interchange und auf Customs das erfolgreich gelaufen sein und wir bis dahin keinen Factory Key gefunden haben, das ist eine zusätzliche Sache, dann ist es so, dass wir quasi in Reserve weiter starten. Sollten wir einen Factory Key gefunden haben, und das blende ich jetzt hoffentlich ein, werden wir natürlich auf Factory gehen und müssen den Inhalt dieser Toolbox in den Secure Container packen und den Inhalt in den Safe, in dem Safe oben in dem Bürotrakt quasi hinterlegen. Und ebenfalls den Inhalt dieses Safes, der muss wieder mit rausgenommen werden.
Haben wir zu dem Zeitpunkt kein Key, dann müssen wir einfach auf Reserve ohne Inhalt quasi einmal über den D2 Escape rausgehen. Das ist ja, das ist quasi das Objective. Hier spaltet sich das so ein bisschen. Weiter geht es dann entsprechend auf Woods. Auf Woods müssen wir ein Salewa oder ähnliches finden. Also ein IFAK, ein IFAK, ein Salewa, ein Kfz-Medkit. Also diese Sachen. Ein AI2 reicht da nicht aus. Haben wir das gefunden, geht es auf die nächste Welt. Das ist Leuchtturm. Hier müssen wir einfach nur durch die Mappe durchkommen. Aber ja, wir müssen dieses Salewa quasi im Inventar haben, also im Secure-Container. Und weiter geht's dann, sollten wir da erfolgreich natürlich durchkommen. Also Überleben ist hier das Ziel. Ja, erschossen werden ist nicht drin, müssen wir die Map nochmal machen. Sollten wir da erfolgreich rauskommen, dann geht es auf Shoreline. Eine Sache gibt es hier zu bedenken oder zusammen bei Leuchtturm. Wir können die Map auch mehrfach hintereinander spielen, ohne dieses gefundene Saliva reinzupacken. Dann gilt es aber als ist jetzt abgeschlossen. Gut, und das letzte wäre dann Shoreline, und zwar dann dieses gefundene Salewa aus Woods oder das entsprechende Pendant dazu. Das wiederum muss auf der Skeff Island in die Weapon Case, in dieses kleine Gebäude hinterlegt werden. Und danach, liebe Freunde, ist die Phase 1 quasi abgeschlossen. Und dann würde es weitergehen mit der Phase 2. Ich werde aus Spannungs- und dramaturgischen Gründen die Phasen jetzt nicht weiter erklären. Also Phase 2, Phase 3 und Phase 4 werde ich aus dramaturgischen Gründen nicht groß erklären. Ich werde jetzt kurz einblenden, wie ich diese Phasen genannt habe. Das eine ist Phase 2, Secure Footing. Im Groben kann man sagen, das Sichern des Hideouts, aber mit entsprechenden Einschränkungen. Phase Nummer 3. The Roble Rolls bedeutet, hier geht es darum, entsprechend zu questen und Geld zu machen. Wie da die Bedingungen aussehen, werden wir zukommen, wenn wir die Phase erreicht haben. Und das dritte, die ist die Phase Nummer 4, Buy Free. Das bedeutet, hier werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um sich quasi aus Tarkov freikaufen zu können. So, zum Abschluss und dann soll es auch gleich reingehen, gibt es noch ein paar allgemeine Regeln, die, wenn es nicht anders gesagt wird, erstmal generell über alle Phasen gilt. Regel Nummer 1 bei den allgemeinen Sachen ist, dass es keine Scav-Raids gibt. Kennen wir aus der Vergangenheit, aus den anderen Staffeln so oder so schon. Hier nochmal explizit gesagt. So, die Regel Nummer 2. Container im Raid darf nicht verwendet oder zum Transport verwendet werden. Dieses gilt aktuell nur für die Phase 2 bis 4. In der Phase 1, wie schon gesagt, ist das ausgehebelt. So, Container dürfen nur Dockcases und das entsprechende, was reingeht, Medizin und Intel, also Informationen wie Datenträger, Tagebücher und so weiter, reingepackt werden. Auch diese Regelung gilt natürlich nicht für die Phase 1, sondern für die Phase 2 bis 4. Nummer 3. Es gibt keine Versicherung. In keiner Phase gibt es keine Versicherung. Also wir dürfen unsere Ausrüstung nicht versichern. Auch das kennen wir bereits. Dann Nummer 4. Keine Therapist After Raid Services, also kein Heilen After Raid gilt auch für alle Phasen. So, Nummer 5 ist im Unterschlupf darf gecraftet werden, also jeglichen Gegenstand, den wir dort im Unterschlupf herstellen können, dürfen wir nutzen, wenn wir entsprechend ausgebaut haben. Und dann haben wir als Punkt Nummer 5, wenn ich das richtig sehe. Ein Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entschuldigung, das ist ja schon der siebte Punkt. So, Punkt Nummer 7, kein An- und Verkauf an Fans. Auch der komplette Fans wird außen vor gelassen, denn hier ist auch das Problem, dass wir wirklich gute Ausrüstung quasi schon früh kaufen können. Und das möchte ich an der Stelle nicht. Okay. Ich habe viel gesprochen. Es sind fast 10 Minuten Intro quasi. Wahrscheinlich ist das Video jetzt im Hintergrund schon das zweite Mal durchgelaufen.
Aber ich denke, das sind wichtige Informationen, die ihr haben solltet und die mitgeteilt werden müssen. Und mehr bleibt an der Stelle nicht zu sagen. Ich versuche jetzt einen schönen, knackigen Schnitt hinzubekommen. Vielleicht mit noch ein paar Eindrücken aus der Season 2. Und ansonsten sehen wir uns gleich in der Oberfläche, liebe Freunde. Bis gleich. Und damit sind wir zurück, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Intro, das Einführungsvideo gefallen. Und wir hüpfen sofort hinein. Ihr habt es im Hintergrund schon gesehen. Im Prolog quasi oder im Einführungsvideo. Es ist wieder mal alles gelöscht. Ja, es gibt nichts. Es gibt absolut gar nichts. Wir können mal kurz in die Übersicht gucken. Ihr seht, das ist ein absolut frischer Account. Ja, wir sind immer noch Stufe 1. Ein bisschen was haben wir natürlich an XP schon generiert und das hat natürlich folgende Bewandtnis. Denn diese Händler, also bis auf Fans, habe ich auch erklärt, dürfen wir aktuell nicht benutzen. Das Einzige, was wir machen dürfen, sind... dürfen wir auch nicht. Wir dürfen die gar nicht benutzen. Was ich gemacht habe, und das ist schon für die nächsten Phasen quasi, ich habe hier dieses hier freigeschaltet. Ja, daher kommen die XP, ich will es erklärt haben, hat jetzt absolut keine Bewandtnis. Aber ich will es erklären, bei allen Händlern habe ich zumindest das hier erstmal erforscht sozusagen, ja, analysiert. Und ansonsten dürfen wir diese Händler nicht benutzen. Wir sind komplett auf uns allein gestellt und das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Ja? Als allererstes dürfen wir oder müssen wir auf Interchange starten und wir müssen einen Motor besorgen. Das ist das allererste, was wir jetzt quasi machen müssen. Jedoch stellt sich ein Problem. Wir haben noch nicht mal Medizin. Wir haben keine Waffe und wir haben quasi nichts. Das zweite Problem ist, und ich hoffe, das ist im Intro quasi klar geworden, ist, dass wir Sachen, die wir aus dem Raid rausgenommen haben, bei der zweiten Map sozusagen, also wenn wir das zweite Mal Interchange starten, nicht benutzen dürfen. Wir müssen immer blank anfangen. Ja? Das ist die große Problematik und das kann zu einem Problem führen. Gerade wenn wir verletzt sind, haben wir dann nur die Möglichkeit, uns hier im Versteck mit den medizinischen Sachen zu versorgen. Wir dürfen aber keine Sachen mit in den Raid reinnehmen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir beginnen die Phase 1, Just Survive. Und genau das ist das, was wir jetzt auch versuchen werden. Wir gehen mit nichts rein. Wir gehen auf Interchange, Autobahnkreuz. Und vielleicht, um zu erklären nochmal, ich habe es wahrscheinlich nicht eingeblendet. Das ist der Weg. Ja, Autobahnkreuz. Ihr seht, ja, vom Autobahnkreuz geht es über das Zollgelände. Sollten wir dahingehend den Fabrikschlüssel haben, können wir über die Fabrik gehen. Ansonsten müssen wir über Reserve gehen. Danach kommt Wälder, dann geht es über den Leuchtturm und dann geht es hier Shoreline-Küste und dann sind wir quasi durch. Ja, wir wären quasi durch. Jetzt ist es 18 Uhr. Ich denke, wir gehen auch 18 Uhr rein und ich sehe alles weitere im Raid, oder? Jetzt gibt es einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir. So, wo sind wir denn? Ach du meine Güte. Okay, wir sind hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich denke, wir werden hier vorne hin. Schauen wir mal kurz zu wissen. Ermacon-Kontrollpunkt raus. Wir werden einmal hier vorne hin. Ganz wichtig ist jetzt in der Anfangsphase. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Trinken. Ja, das ist wichtig. Vielleicht die eine oder andere Waffe ist jetzt vielleicht erstmal für die ersten zwei, drei Raids nicht so entscheidend. Aber wir gucken trotzdem hier einmal durch, was wir hier denn alles so haben. Und, ach du meine Güte, das ist ein Defibrillator, oder? Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, wenn es jetzt hakt wie jetzt, aktuell, ja, und das ist eindrücklich, kann man so sehen, das hört auch gleich wieder auf, dann ist es, weil der Bot-Generator geladen worden ist im Hintergrund und in die Map die entsprechenden Bots instanzenmäßig hineinlädt. Ihr hört es jetzt schon, es wird schon hart geschossen da. Soll uns erstmal nicht interessieren. Wir werden, so gut es geht, Feindkontakt vermeiden.
Und hier haben wir die erste Batterie. Die können wir natürlich leider nicht mitnehmen. Wie gesagt, Schießpulver, das sind Sachen, auch diese Kugel eventuell ist es wichtig. Wir nehmen es erstmal mit. Wir nehmen erstmal das mit, was wir mitnehmen können. Und genau. Schön wäre, und das ist eigentlich das Ziel jetzt, warum wir hier die Hidden Stashes looten, dass wir einen Rig bekommen oder irgendwas, wo wir eventuell Nahrung und Medizin reinpacken können. Ich werde mich jetzt entscheiden, hier unten das, den Hidden Stash zu schnappen. So. Und dann werden wir hintenrum quasi die Hidden Stashes nochmal auslooten. So, wir haben ein Visier. Okay. Ich nehme es erstmal mit, ja, so weit wie es irgendwie möglich ist. Da hinten haben wir ein Weapon Case, das möchte ich auch gern versuchen zu bekommen. Vielleicht haben wir Glück. Ich versuche. Na, ist Waffe? Nein, doch nicht. Aber ein Splint. Und ein Splint ist gar nicht so verkehrt. Das packen wir erstmal. So. Ja, sehr ordentlich. Ich werde nochmal versuchen, in der, vielleicht in dieser oder vielleicht auch in der nächsten Folge, nochmal drauf einzugehen, was denn für Mods gelandet sind. Es sind nicht viele, es sind genau 3 Stück. Die Bezeichnung möchte ich euch aber nicht vorenthalten, welche das genau sind. Ich glaube, da hinten ist noch ein Weapon Case. Da werde ich nochmal hinschauen. Die Folgenlänge wird immer so um die, versuchen wir um die 60 Minuten, was jetzt die Phase 1 betrifft. Und guck mal an, hätten wir jetzt, ne? Hätten wir jetzt, aber dafür gehen die Waffenteile weg. Munition haben wir auch. Munition ist auch ganz wichtig, denn auch Munition benötigen wir doch schon extrem. So, wir haben hier wunderbar schon das erste, die erste Medizin. Das ist schon mal ein großer Gewinn. Ein sehr großer Gewinn. Wir werden da unten nochmal zum Häuschen laufen. Da sollte eine Jacke drin sein. Die würde ich ganz gerne nochmal durchlooten. Da vorne ist das Häuschen, genau. Da wollte ich hin. Genau, dann haben wir einen Respawner, also ein Bot-Programm sozusagen. Oh. Hier gibt es nichts. Habe ich mich vertan? Dann ist es das Häuschen gewesen. Und ich kann sagen, ja, das ist knackiger. Knackiger, als wir es bis jetzt gekannt haben in der Staffel 1 und in der Staffel 2. Hier werden auch Raider und auch Guards von Bosses gespawnt. Teilweise auch Bosse an Orten, wo ich sage, hey, da habe ich die ja noch nie gesehen. Es ist knackiger und sie sind auch ein bisschen knackiger drauf. Das nur zur Info. Also wir werden höchstwahrscheinlich häufig sterben. Aber das Feeling ist natürlich cool. Ne? Das Feeling ist natürlich cool. So, hier oben nochmal zu dem LKW. Da könnte loser Loot rumliegen. Ja, ist aber nicht der Fall. Und dann werden wir uns hier den Hidden Stashes nochmal widmen. Ich hoffe, dass wir das ein oder andere Rig oder eventuell sogar den ein oder anderen Rucksack, ja, rausholen können. Oh, das ist immer schon mal gut. Eine Schutzweste und noch ein M3. Die M3 Armor, das ist schon mal sehr gut. Jetzt fehlt uns eigentlich noch eine Waffe. Das können wir nicht, das will ich
Das will ich nicht. Grün ist gut. Ich werde das Blaue nicht mitnehmen. Denn zwei Grüne und zweimal Termit ergibt eine Munitionsbox später bei den Body Trades. Und diese Option, die möchte ich mir mal offen halten. Also wir planen natürlich nicht nur für die Phase 1, wir planen natürlich auch für die Phase 2 und 3. Ich will natürlich noch auch nicht so viel verraten. Aber ihr hört, da hinten wird schon kräftig geschossen. Und das hört sich schon nach Spezialkräften an. Könnte auch Killer sein, wer weiß. Oh, das sind Informationen. Eigentlich echt. Boah, nee, aber Medizin ist wichtiger als die Informationen. So, wir haben immer noch keine Waffe. Das heißt, ich möchte jetzt umlaufen. Ich werde jetzt nicht hier vorne durchgehen. Die Gefahr, dass dort Gegner sind, Scavs oder Usecs oder Bears oder gar noch Raider, auch schon erlebt, dass dort Raider spawnen. So, jetzt haben wir einen guten Schlag gemacht. Was sagt die Zeit? Die folgende Taktik will ich da mal an der Stelle einhaken. Wir werden so ein paar strategische Hidden Stashes ablaufen, in der Hoffnung, dass wir Waffen und Ausrüstung finden, damit wir auch mal reinlaufen können. Denn die Motoren werden wir hier draußen nicht finden. Wir werden gezwungen sein, reinzulaufen, um diese Motoren abzugreifen. So, schauen wir mal. So, hier haben wir noch mal eine Schiene. Ja, ich will diese Schiene mitnehmen. Medizin ist essentiell und bleibt auch essentiell. Noch ein Saliva. Oh mein Gott. Okay. Hilft nichts. Dann müssen wir das wegpacken. Medizin und Essen hat die oberste Priorität. Da ist auch noch Munition. Und eine Waffe. Perfekt. Perfekt. So, aber wir haben gut was rausgeholt. Ich will jetzt nicht aktiv irgendwo eingreifen. Wir werden jetzt unsere Stashes hier ablaufen und extrahieren. So, jetzt ist natürlich blöd. Wir haben jetzt eine Waffe und könnten uns entscheiden, okay, wir gehen schon mal den Motor suchen beispielsweise. Wäre eine Option, aber wir könnten theoretisch auch alles verlieren, außer das Saliva, sage ich jetzt einfach mal, oder die Medizin und hätten dann einen Schaden wahrscheinlich, den wir gleich wieder reparieren müssten. Was ich eigentlich vermeiden möchte an der Stelle. Und was haben wir hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist das? Ja, aber ja, erstmal nicht so wichtig, glaube. Jetzt wäre es gut, wenn wir wenigstens einen Rig noch finden würden.
Ich glaube, das ist später mehr wert. Von daher setzen wir die Kappe auf. So. Hier vorne ist noch ein Hidden Stash. Dann werden wir so ein bisschen nach links überschwenken. Nein, werden wir nicht hier geradeaus laufen. Werden die Hidden Stashes im hinteren Bereich noch mitnehmen. Auf dem Weg zum Exit. Und eventuell das ein oder andere lose Gelumpel noch mitnehmen. Ja, irgendwo hier sollte es sein. Wo ist es? Na nu. Hier, hier. Hier ist es. Seife, Toilettenpapier wäre super, ne? Wäre wirklich super. Für den Ausbau. Okay, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Ja. Hat vielleicht erstmal Priorität. Das als allererstes. So, Essen und Trinken. Ja, schon ein Träumchen. So. Na, er will nicht. Heute will er nicht. Okay. Weiter geht's. Sollte ich mal Hidden Stashes übersehen, dann ist das entweder Absicht oder auch keine, je nachdem. Das kann ich, hier wäre, glaube ich, auch irgendwo noch einer gewesen. Glaube ich schon. Okay. Schauen wir, ob hier im Doubleback was drin ist. Ja, es ist was zu essen und das werden wir auch gleich verwenden. So, hier oben ist auf jeden Fall noch eins. Eine 5-7. Ja, die ist natürlich besser, ne? Die ist natürlich besser. SS 190. Das ist auch die Munition, die in die P90 reingeht. Das ist schon krachende Munition. Wie viel haben wir denn voll? Untersuchen, zumindest schon mal untersuchen, PRS-Munition. So, hier ist eine Weapon Case. Da kann ab und an auch mal ein Rick drinne spawnen. Und hier haben wir einen Helm. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich mit. Der passt da nicht rein. Was haben wir hier für Munition drinne? US-Munition, auch gute Munition eigentlich, auch gute Munition. Gut, okay Leute, ich denke, das wird jetzt ein schneller Exit. Da ist noch ein Salever. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, müssen wir mitnehmen, ne? Müssen wir mitnehmen, hat die höhere. Hat die höhere Geschichte. Auch das muss mal weg. Wir müssen was zu essen mitnehmen. Wenn wir noch einen Rick finden sollten jetzt hier vorne bei den Hidden Stashes, dann ist es zu überlegen, ob wir uns das Kfz-Kit noch holen. Ich würde es bevorzugen.
So, mit dem neuen Spawner gibt es auch von dieser Seite Gefährdung. Denn auch die Bots sind agiler unterwegs. Sie bewegen sich häufiger. Zumindest das, was ich feststellen konnte. Sehr schön, dann trinken wir mal was. Brille. Nehmen wir mal die taktische Brille mit. Okay, Leute, eins haben wir noch. Und das würde ich gerne auch noch mitnehmen. Den Hidden Stash. Und zwar da vorne. Da in dem Bereich. Jetzt nochmal kurz gucken, ob wir hier nicht von links flankiert werden. Das wäre recht ungünstig. Und da ist auch schon einer. Der hat eine größere Mumpe. Wagen wir es? Oder wagen wir es nicht? Der wird uns auch aufs Korn nehmen, wenn wir. Versuchen zum Hidden Stash zu kommen. Okay. Okay, perfekt. Wow. Müssen das nochmal durchsuchen. Wegen der Munition. Okay. Ist das Größere? Okay, weg, 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 weg. Wir sollten das mitnehmen. Es wird dunkel. Aber ich glaube, das war schon sehr, sehr gut, Leute, fürs erste Mal. Jawohl. Jawohl. Weiter geht's. Wir gehen raus. Passt. Das soll uns erstmal reichen.
für die erste Rutsche. Puh. Sehr gut. Perfekt. 2332 XP, sehr schön. Genau, warum eigentlich diese Aktion? Wir können so oder so keine Quests aktuell annehmen. Die Händler sind gesperrt. Das gilt auch für die Quests, das hätte ich vielleicht auch erwähnen sollen. Aber ja, ist mir wohl durchgegangen an der Stelle. Gut, schauen wir doch mal, wie es gerade aussieht. Wir haben 88 zu 61 Wasser. Es füllt sich langsam auf. Das ist alles schön. Wie gesagt, wir dürfen und können hier an der Stelle nichts mitnehmen. Was wir machen werden, ist die Waffen natürlich hier oben platzieren. So, ja. Die Ausrüstung werden wir hier unten platzieren. So machen wir das. So, und das hier hin. Sehr schön. Oder, nee, wir machen die Waffen mal hier hin. So, dann platzieren wir die Medizin hier oben. Sehr schön, wir haben Hemostat auch noch. Nutzt uns aktuell nichts, das ist klar. Ja, aber für die Zukunft kann uns das doch entsprechend helfen. Genau, denn wir haben auf jeden Fall die beiden Salivas gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Wir hätten theoretisch noch zurücklaufen können und uns das andere noch holen können. Aber okay, da habe ich an der Stelle in diesem Moment auch nicht dran gedacht. So, die Munition packen wir erstmal hier unten mit hin. Okay, AK-Magazine. So, alles, was wir theoretisch brauchen könnten, ja, das werden wir hier mit hin packen. Schrauben, grüne Batterien, können Body Trades sein, Medizin zum Herstellen, Cricket. Sehr, sehr schön. Essen packen wir mal an diese Seite. Und ja, alles andere ist Ausrüstung. Genauso sieht's aus. Sehr schön. Wunderbar. Das sieht erstmal gut aus. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Lauf und dann werden wir mal probieren, je nachdem im dritten Segment, ob wir schon mal reingehen quasi. Einmal hinter dem Oli lang und schauen, ob wir da eventuell einen Motor abgreifen. Wenn wir den Motor haben, kann es automatisch, theoretisch sogar weitergehen. So, ich will nicht lange quatschen. Viel gibt es nicht zu tun. Wir haben zwar was zu essen, aber das will ich mir aufheben. Und wir haben noch Essen und Trinken. Das wird noch ein schneller Lauf. Ich hoffe, wir finden schnell einen Rig, so dass wir schlussendlich noch ein wenig Nahrung aufnehmen können. Die eine oder andere Waffe ist jetzt nicht so dramatisch. Eigentlich geht es um Rucksäcke und Rigs und dass wir noch Medizin und Nahrung finden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ist auf Interchange ein bisschen schwierig. Gebe ich gerne zu. So, jetzt habe ich gar nicht, ich habe keinen Schnitt gemacht. Ne? Das ist ja ungünstig. So, das läuft schon mal ganz gut. Wir sind schon mal da, wo wir eigentlich sein wollen. Wir müssen wahrscheinlich Emmercon wieder raus. Haben wir gerade gesehen. Ja, haben wir. Aber wir können hier die Hidden Stashes nochmal ablaufen. Warum mache ich das so kompliziert? Ich laufe hier lang, gehe da hinten lang, gehe am Idea vorbei und habe unheimlich viele Hidden Stashes, die ich hier aufnehmen kann. So, es zuckt wieder ein bisschen. Das bedeutet, es hat hoffentlich jetzt auch wieder Bots eingeladen. Zu trinken, perfekt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Militärfilter, eine Tuchonka, den Schlauch und wir nehmen eigentlich einfach alles mit, was wir gerade gefunden haben. Zu trinken ist sehr, sehr gut. Das kann uns im Ernstfall wirklich gut helfen.
Was? Achso, hier wahrscheinlich, ne? Ja. Nochmal grünes Schießpulver. Maßband. Maßband ist wichtig. Das nehmen wir mit. Das kann für die Sicherheit von Vorteil sein. Das nehmen wir auch mit. Das will ich über den Bord werfen. Jawohl, sehr schön. Ein Helm. Okay, das ist nicht kompatibel. Powerbank lassen wir mal zugunsten von Essen weg. So, dann haben wir hier noch das Lose. Nein, hier ist nichts zu holen, okay. Da ist ein Handdrill. Dafür haben wir keinen Platz. Wird im späteren Verlauf wichtig, aber ich denke jetzt auch nicht so dramatisch. Schauen wir mal, ob wir eventuell einen guten Schlüssel finden. Zünder ist natürlich... Ah, Zünder ist auch wichtig. Nehmen wir mit. Denn das Ausbauen des Hideouts ist... Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Ne? Das Ausbauen des Hideouts ist zulässig oder nicht zulässig? Schwierig, das bin ich nicht drauf eingegangen. In der Phase 1 sollte es meiner Meinung nach nicht ausgebaut werden. Ich denke, darauf werde ich mich jetzt festlegen. Der Ausbau des Hideouts findet in dieser Phase nicht statt. Genau. So, das scheint hinten das Scatcamp zu sein. Nicht alles täuscht. Ist natürlich immer ein und dieselbe Routine schlussendlich. Eine Waffe wäre toll jetzt, aber es sind leider nur Abdeckungen und ein Optikschutz, wenn man das so möchte. Hier werden wir leider nicht fündig. Sehr schön. Wunderbar. Das werden wir nochmal essen. Jetzt wäre Rick toll. Das ist ärgerlich.
Das ist richtig ärgerlich. Wir werden es trinken müssen. Wir werden so oder so trinken müssen. Und ich werde mich für die Zündkerze und den Brennstoff entscheiden und nicht für diese Waffe hier. So sieht's aus. Und ich will dort hinten noch einen Hidden Stash und eine Waffenkiste looten. FMJ, okay. Ja, die Ausdauer ist natürlich brutal im niedrigen Levelbereich. Ich will es wohl wagen, zum Kraftwerk zu laufen, in der Hoffnung, dass wir ein paar gute Schlüssel finden und auch in der Hoffnung, einen Factory Key zu ergattern. Der Energy Drink hilft. Da wird geschossen, am Kraftwerk wird geschossen. Das kann zu einem Problem führen. Und hoffentlich ist da eine Panzerung oder irgendwas. Der ist ein Rucksack, sehr gut. Was ist das für eine? Das ist es auf jeden Fall nicht. Ich will das so machen. Die sind mir wichtiger als das hier. Und die Munition nehmen wir auch noch mit. Okay. Ich will es trotzdem wagen. Wir haben genug. Wir haben gerade genug. Grafikfehler. Das ist kein Gewitter. So, hier müssen wir natürlich aufpassen. Ich meine, etwas gehört zu haben. Da ist einer. Autsch. Das tut weh und wir bluten. Können nur hoffen. Ja, und das war noch einer von links. Ah, das hat nicht funktioniert. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Santino Hobbs ist auch, glaube ich, kein direkter Scav. Ja? Wir können mal gucken, wo wir getroffen worden sind und mit was für eine Patrone. Tracer, okay. Buckshot, Schrotpatrone und Tracer. Also das waren zwei definitiv. Und wie ihr seht, hat es uns doch schon hart getroffen. Ich darf das nicht nutzen, Leute. Das ist so vereinbart quasi. Das sind die Regeln. Aber wir haben zumindest ein paar Sachen bekommen.
Da habe ich nicht aufgepasst, bin gut. So, alles klar. So, wir haben die Zündkerze, das ist sehr gut. Wir haben den Brennstoff, wir haben das Maßband und wir haben den Zünder. Sehr gut, jetzt müssen wir ein wenig ausharren hier. Das habe ich nach oben gepackt, weil ich es vielleicht irgendwann zum Verkauf stelle. Alle Sachen in der Richtung werden wir zum Verkauf stellen. Jetzt ist die Frage, was machen wir an Gesundheit? Das wird uns recht viel Saliva kosten an der Stelle. Ich denke aber, wir werden es nutzen. Ich denke aber, wir werden das nutzen. Das sind fast 250, fast schon 250, glaube ich, ja, um das entsprechend nach oben zu bringen. Haben wir noch Zeit? 42, ja, ich würde sagen, ich überziehe sonst. Ja, also eine Stunde habe ich gesagt, mache ich die entsprechenden Folgen und für die Pilotfolge und das Gerede vorweg und das Erklären. Das gehört dazu. Denke ich, war das schon recht erfolgreich für diese Folge. Und dann bleibt mir nicht viel zu sagen. Also mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe euch gefällt das neue Escape from Tarkov Singleplayer Mod Konzept, was ich hier ausgearbeitet habe. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, gerne auch ein Däumchen nach oben und ein Abo. Für alle anderen gilt natürlich ein Däumchen. Und ansonsten freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.